Montagmorgen, kurz vor 9:30 in der Früh. Ich wünsche einen wunderschönen, sonnigen Montag, Brückentag und begrüße euch recht herzlich hier vom Parkplatz P2 am Fühlinger See in Köln. Von hier aus startet auch immer der Megamarsch Köln und das ist der Grund, warum wir heute hier sind, denn ich möchte dem Veranstalter von Megamarsch einen Verbesserungs- bzw. formulieren wir es neutraler, einen Änderungsvorschlag unterbreiten, denn ich persönlich finde die Megamarsch-Köln-Strecke gähnend und stinklangweilig. Und so habe ich eigens eine 100 Kilometer Strecke durch Köln geplant. Wir werden heute sehr viel von Köln sehen und nach dieser Tour kann man dann auch sagen, ja, ich weiß jetzt, wie Köln aussieht. Ja, ob der Veranstalter das in der Form annehmen oder umsetzen kann, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie das mit unseren Behörden ist. Auf jeden Fall ist es ein Versuch wert. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Los geht's! Und damit sind wir auch schon unterwegs. Wir bewegen uns jetzt gerade parallel auf der Megamarschstrecke auf das Nila Ei zu. Hier und da werden wir aber auch so ein bisschen abweichen. Ihr könnt euch den Track aber gerne mal auf Komoot anschauen. Habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, dann noch eine Anmerkung. Ich hatte ja eben so ein bisschen, ja fast schon abwertend, über gähnend langweilige Randgebiete, stinklangweiliger Kölnfahrt und so gesprochen. Das sind natürlich alles rein subjektive Äußerungen und nicht allgemeingültig richtig. Die einen freuen sich darüber, wenn sie auf so einer 100 Kilometer Strecke permanent Ruhe haben, wie hier im Wald. Den nächsten schlafen die Füße ein. Die anderen freuen sich über Großstadtgewimmel und Trubel. Die anderen können das gar nicht vertragen. Und so ist es halt eben auch entsprechend schwierig, gerade auf so einer langen Strecke einen Track zu kreieren, der jedem Bedürfnis gerecht werden kann. Und das weiß ich natürlich auch. Deswegen ist auf meiner Strecke hier auch alles dabei. Ich habe mich da auch so ein bisschen vom Mammutmarsch Berlin inspirieren lassen, wo im Grunde auch alles dabei sind. Strecken, wo du denkst, boah, Himmel, wann ist das hier vorbei? Aber auch Großstadttrubel, wo du wieder aufleben kannst, also ich zumindest. Und so ist das immer ein Wechsel, vor allen Dingen, wenn man gerade in so einem Tief drin ist und dann kommt so eine belebende Stelle, wow, das gibt richtig Schwung, macht dann richtig Spaß auch weiterzumachen und davon lebt auch so ein Marsch, von den ständigen Hochs und Tiefs, die man erlebt, Fluchen, Freude, Tränen, es ist immer alles dabei. Ja, und somit haben wir auf meiner Strecke beispielsweise auch eine Stelle dabei oder mehrere sogar, wo es am Rheinufer, da haben wir dann beides. Da haben wir Ruhe und sind trotzdem mitten in der riesigen Großstadt. Bis dahin sind es aber noch ein paar Kilometer, also weiter geht's. So, damit herzlich willkommen bei Kilometer 7. Beim Megamarsch würden wir jetzt hier über den Hafen drüber hinweggehen und dann durch die an den Rheinwiesen vorbeilaufen, so wie jetzt vor ein paar Wochen. Und dann eben am Schluss durch das Kranachwäldchen. Die Strecke fand ich ja richtig grausam. Gerade über dieses offene Feld auf der Wiese überholen war richtig schwierig gewesen, weil da musste diese unebenen Hubbel drüber laufen in der prallen Sonne. Das war nix. Und da habe ich ja gesagt, ich wünsche mir, dass die Strecke durch den Nila Hafen läuft. Und den steuern wir jetzt an. So, zugegeben, meine Strecke hat natürlich auch Schwachpunkte, die werde ich auch gezielt ansprechen. Und zwar ist dieses Hafengebiet hier im Besitz der HGK, Häfen und Güterverkehr Köln. Und da ist natürlich fraglich, ob die es toll finden, wenn man hier mit 3000 Mann einfach mal so durchläuft. Das sind natürlich alles Details, die geklärt werden müssten. Dann haben wir hier jetzt zum Beispiel die Bahn rangiert, da küsst du dich weiter. Aber da ist schon die Zugmaschine und jetzt kommen wir rüber hier. Aber ihr seht schon, Leute, hier ist was los, hier ist was geboten, was für das Auge zum Gucken. Riesige Kräne, einfach geil. So, 10.47 Uhr, 8,87 Kilometer liegen hinter uns. Hier würden wir jetzt quasi wieder auf die Strecke vom Megamarsch stoßen, die von letztem Jahr, die führte dann noch hier oben über den asphaltierten Weg. Dieses Jahr, also vor ein paar Wochen, wären wir jetzt aus dem Kranachwäldchen rausgekommen und würden dann über die Wiese weitergehen bis zur Mülheimer Brücke. Und die steuern wir jetzt auch an. Dann führt der Weg erstmal parallel über die Megamarschstrecke, werden dann aber früher rechts abbiegen, um zum Verpflegungsposten an dem Hundeheim oder Tierheim oder Hundeübungsplatz ist das, meine ich, um da hinzukommen. Den habe ich nämlich auf der Strecke auch drin gelassen, weil er strategisch einfach günstig liegt und wir brauchen auch insgesamt 4 Posten unterwegs. Das habe ich auch mit einkalkuliert und ja, so werden wir das hier nacheinander ablaufen. Wetter heute ideal. Leute, das ist immer so
spannend, wenn du vorher so eine Tour planst, ist an dem Tag auch schönes Wetter, weil im Regen hat man doch keinen Bock, sowas zu machen, oder? Mit Schirm hier rumzurennen, Kameratechnik wird nass, ganz schlimm. Also alles richtig gemacht. Uhr, 13,9 Kilometer liegen hinter uns. Hier in Stammheim verlassen wir jetzt auch den Megamarsch-Track wieder. Der wird uns jetzt hier normalerweise weiter am Rhein lang führen und dann über diesen zähen, schnurgerade ausverlaufenden Deich führen. Leute, das Ding habe ich auch bis oben hinstehen. Deswegen gehen wir jetzt hier schon sehr viel früher also vom Rhein weg. So, 11.59 Uhr, 17,5 Kilometer liegen hinter uns. Herzlich willkommen an der Düsseldorfer Straße. Hier sind wir jetzt auch wieder auf der Megamarsch-Strecke. Ja, ich habe leider ein bisschen gepennt gerade, bin nicht abgebogen. Dafür werden wir dann wahrscheinlich jetzt 500 Meter mehr oder so laufen müssen, um unseren Track wieder einzufangen. Linksrum, das könnt ihr euch wie ein rechtwinkliges Dreieck vorstellen. Wir sind jetzt die Hypotenusen eine Kathete gelaufen, also sehr viel länger, als wir eigentlich hätten müssen. Ist aber nicht schlimm. Ich verlinke euch beide Tracks unten. Einmal den ursprünglich geplanten und den tatsächlich gelaufenen. Und dann auch eine Information. Ich hatte mir den Track geplant, 100 Kilometer. Habe mir den runtergeladen als GPX-Datei und spaßenshalber nochmal reimportiert nach Komoot. Und da waren es nur noch 99,1 Kilometer oder sogar unter 99. Irgendwie Kilometer einfach über Bord geschmissen. Keine Ahnung, woher das kam. Ja, dann habe ich eben nachgebessert und den Track mit 101 Kilometer oder so geplant, sodass der Reimport dann auch die 100 Kilometer hatte. Aber bei dem Verlaufen hier werden wir sowieso deutlich mehr hinkriegen. Wir hatten uns eben schon mal verlaufen. Auch 200 Meter mehr, das passiert auf dem richtigen Marsch. Da passt du mal nicht auf, da bist du im Gespräch, in Gedanken und zack, hast du da die Abbiegung vergessen. Aber jetzt sind wir gleich wieder richtig und dann geht's auch schon langsam auf den ersten Verpflegungsposten drauf zu. Uhr, 20,1 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen in Leverkusen, außerhalb von der Stadt Köln. Das ist auf Komoot oft schwer zu erkennen, wenn man irgendwelche Grenzen überschreitet. Und so war ich mir gar nicht bewusst, dass wir jetzt außerhalb von Köln sind. Aber wenn wir bedenken, dass die ersten Megamärsche von Brühl nach Nettersheim verliefen, also der Megamarsch Köln war kein Millimeter auf Kölner Stadtgebiet, damit ist dann doch das hier die paar Kilometer außerhalb von Köln zu verkraften. So, ja, hier auf jeden Fall Golfplatz von Leverkusen. Wir fahren so mal rum mit Caddies und Golftaschen. So, genau, ja, ich glaube noch 2 Kilometer oder so. Dann hätten wir auch da sind. Jetzt gehen wir nämlich gleich schon wieder über die A3 hinweg. Und dann, ja, vielleicht 1,5 Kilometer noch. Hier die erste Pause. So, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen um 12.36 Uhr nach genau 22 Kilometern. Das ist sogar etwas weniger als geplant gewesen. Ich muss mal schauen hier. Das sollte eigentlich bei 21,2 Kilometer, sogar etwas mehr, also 800 Meter mehr als geplant. Herzlich willkommen auf jeden Fall beim ersten Verpflegungsposten. Das wäre der Verein für deutsche Schäferhunde in Köln-Mühlheim. Sind wir wieder in Möllem, habe ich auch nicht gewusst. So, ja, allzu lange werde ich mich hier nicht aufhalten. Ich werde vielleicht mal versuchen, ob man da rein kann. Und dass ich mir dann da meinen Trinkrucksack auffülle. Das wäre natürlich schon nobel. Ansonsten habe ich alles dabei hier, was ich brauche für meine Pause. Ich stelle euch gerade mal hier ab und mich hin und so weiter. So. Und da ist der Rucksack. Ich habe mich wirklich bemüht, für die kompletten 100 Kilometer alles einzupacken, was ich brauche. Ich habe hier so ein bisschen einen Bügel mit Salzbrezeln. Dann für jede Pause ein Butterbrot. Da aber nur 7 Scheiben Pumpernickel in dem Paket drin waren, gibt es eins, wo nur ein Brot drin ist. Die anderen haben alle 2. Dazu jeweils eine Cola. Und hier, wenn ich Bock habe, ein paar Kekse. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja, Leute, da haben wir schon den ersten Schaden. Einen kleinen Wasserschaden. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ja, vom Trinksystem. Aber da war da wohl nicht richtig zu. Ja, Leute, das ist doch Mist. Müssen wir das auch noch untersuchen. Also viel ist da jetzt nicht rausgelaufen. Aber es läuft. Das kann ja nicht sein. Ist komplett zu gewesen und sifft trotzdem hier raus.
Ja, Leute, das ist auch schon ein paar Jährchen alter Ding hier. Man hat auch langsam mal ein neues her. Aber diesen Durabag 2.0 in diesem schönen Umfassung hier. Ach, deswegen bin ich auch im Rücken so nass. Ich denke, dass ich schwitze wie Sau. Das ist hier Wasser. Ach, das ist doch kacke alles. Ja, auf jeden Fall den Durabag 2.0, den gibt es nicht mehr. Im Verkauf habe ich auf jeden Fall nicht gefunden. Hier gibt es nur noch von Source, diese, wo die Blase komplett sichtbar ist. Die ist hier drin, verpackt in dem Stoffbeutel eben. Ja, Leute, Mist. Gut, auf jeden Fall Botteram, Schluck Cola, da jede zügig weg. Uhr, 23,3 Kilometer liegen hinter uns. Herzlich willkommen am von Diergardsee. So, hier verlassen wir jetzt auch endgültig, beziehungsweise vorerst, die Strecke vom Megamarsch Köln, biegen gleich rechts ab. Normalerweise würden wir jetzt hier einen riesen Bogen um Delbrück rumlaufen, bis an den Rand vom Bergischen Land. Leute, ne, brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt quasi direkt zurück Richtung Köln, Innenstadt und so weiter. Und ich meine, erst an der Rodenkirchener Brücke stoßen wir wieder auf den Megamarsch-Track zurück. Aber bis dahin sind es noch etwa 20 Kilometer. Und bis dahin werden wir aber auch schon einige Highlights in Köln gesehen haben. Uhr, ein Viertel der Strecke liegt hinter uns. Herzlich willkommen an diesem scheußlichen Bahnübergang, den wir auch auf dem Kölnfahrt-Ultramarsch immer überqueren müssen. Dann aber in die andere Richtung. Heute mussten wir stehen, beim Kölnfahrt hatte man frei. Das ist immer Glücksspiel. Heute ist aber nicht ganz so schlimm, weil das, wenn man, also ich mache das ja heute alleine hier, wenn man das aber in einer Marschsituation hat, wenn man so einen geschlossenen Bahnübergang gefühlt eine halbe Stunde steht, das sind meistens nur 3, 4, vielleicht 5 Minuten. Aber auch das ist schon verdammt viel, weil ich finde einfach, die Schranken werden viel zu früh runtergemacht. Sicherheit schön und gut, aber da ist manchmal ein Puffer eingebaut, der steht einfach in keiner Relation mehr, für mein Empfinden. Das Thema hatten wir schon mal, aber wie gesagt, heute egal, wir sind auch nicht ganz so schnell unterwegs, zwar deutlich über 7 km/h, aber wenn es fällt, ist es mir heute egal. Wir haben ja keinen im Nacken, keinen Tisch reserviert, also alles gut. Oh, 13.46 Uhr, 28,8 Kilometer liegen hinter uns. Guck mal hier auf dem Boden, ein Megamarschpfeil. Ja, anders als eben vermutet, stoßen wir nicht erst an der Rodenkirchener Brücke wieder auf den Megamarsch-Track zurück, sondern sind jetzt schon hier im Weidenbruch wieder drauf. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, weil die Planung von meinem Track ist auch schon wieder einige Zeit her und habe ich halt vergessen. Jo, deswegen ist das auch für mich hier eine kleine Überraschungstüte. Ist doch schön. Immer was Neues. Genau, auf jeden Fall haben wir immer noch einige Kilometer, bis wir hier wirklich in die Kölner Innenstadt reinkommen. Und das war von mir auch so ein bisschen die Idee, dass man da schon so leicht angeplättet ankommt, nachdem wir doch hier ziemlich viel vom Randgebiet jetzt mitgenommen haben und uns so ganz langsam nähern, so schlängelweise Richtung Zentrum. Und wenn man dann da schon so merkt, dass man schon so einige Kilometer hinter sich hat und einige Stunden in Bewegung ist, dann gibt mir persönlich das immer richtig Auftrieb, wenn man dann in so einer Großstadt ist. Es ist alles groß, es ist offen, man sieht Leute, man hat was zu gucken. Das ist für mich immer ein richtiger Boost und deswegen freue ich mich da richtig drauf. Also ich denke, das wird eine tolle Strecke werden, aber habe noch nicht mal die Hälfte. Aber jetzt fast 30 Kilometer voll. Läuft. Weiter geht es mit Grüßen an folgende Kanalmitglieder. Die Kissklöpper, Mr. und Mrs. Columbo, Burning Inside, Cloverleaf, Gemüsekoch, Carsten Solingen, Duisburg, NRW, Arosarito unterwegs. Ich vergesse übrigens shoppen. Neue Schuhe. Joscha und Dexter auf Tour. Aus gegebenem Anlass, ich möchte es nochmal betonen. Basti Blomqvist. Die sehen richtig gut aus, habe ich mir sagen lassen. Outside Stories. Gestern Abend konnte ich nicht noch filmen, da kamen tatsächlich nochmal Leute hoch. Michis Welt. Und viel Spaß. Viel Spaß. In diesem Video. Watson 97. So, liebe Leute, jetzt sind wir auf der Winneburg endlich angekommen. Der Eifelbomber. Wir sind noch relativ zügig unterwegs. Wir haben gerade das Müngersdorfer Rhein-Energiestadion passiert. Wandermann. Eigentlich gesperrt bei starkem Wellengang. Und Boris Outdoor. Und wenn es am Tag nur 60, 70 Kilometer werden. Vielen Dank für eure regelmäßige Unterstützung auf meinem YouTube-Kanal. So,
So, 14.16 Uhr, 32,4 Kilometer liegen hinter uns. Und damit sind wir auch im Herzen von Köln-Mülheim. Wiener Platz liegt schon hinter uns. Das könnte auch so eine Problemstelle werden, weil da doch sehr viel los ist. Ziemlich dichter Verkehr, richtig viele Menschen. Da ist die KVB-Haltestelle, die Leute steigen ein und aus. Da sind auch Leute, die, ja, wie soll ich das ausdrücken, die trinken gerne viel Bier und da torkeln Betrunkene rum, da brauchen wir kein Geheimnis drum zu machen. Und da könnte es natürlich zur einen oder anderen problematischen Begegnung auch eventuell kommen. Ich habe es nämlich selber schon erlebt, dass sich Leute durch solche zügig marschierenden Menschenmassen provoziert fühlen. Gebet alles. Also Mülheim könnte gegebenenfalls ein Problem werden. Jetzt sind wir hier im Stadtpark von Mülheim. Da muss ich selber nochmal suchen. Denn das habe ich auch mit reingenommen, weil hier gibt es nämlich einen Trinkbrunnen von der Rheinenergie. Da kann man dann kostenlos Wasser trinken und auch sein Trinksystem auffüllen. Das habe ich nämlich jetzt vor. Ich war auf dem Trinkbrunnenmarsch schon mal hier gewesen. Das ist aber auch schon wieder Ewigkeiten her. Aber hier, wenn du sowas siehst, ne? Guck mal hier, so ein schöner Brunnen da im Hintergrund. Da geht doch, ist wieder richtig belebend, richtig klasse. Und einfach schön kontrastreich diese Strecke bisher. Köln hat halt sehr viele Facetten, wie jede Großstadt auch. Und dann nur da außen rum zu laufen über irgendwelche Pfade, das ist doch nichts. So, ah, da vorne ist er. Guck mal, da ist der Trinkbrunnen. Da gehen wir hin und da sehen wir uns wieder. Ah, Leute, bis dieses Trinksystem aus dem Rucksack raus ist, Katastrophe, diese Fummelei. Also, gut, dafür kriegen wir jetzt hier umsonst richtig schönes, kühles Trinkwasser. Kölner Trinkwasser. Da gibt es insgesamt 14 Stück, meine ich, von diesen Trinkbrunnen. Oder 7? Ich weiß es gar nicht. Hier sind wir ja damals mal alle abgelaufen. 60 irgendwas Kilometer haben wir da gemacht. Ne? Oh, das plätschert so schön. Kann man sich auch mal die Hände waschen oder übers Gesicht waschen. Also so ein Ding mit auf der Route zu haben, ist schon sehr viel wert. So, ihr Lieben, 14.54 Uhr, 36,3 Kilometer liegen hinter uns. Herzlich willkommen im Rheinpark. Wir sind jetzt hier am Tanzbrunnen angekommen. Das ist so ein Veranstaltungsdings da für Konzert und so jetzt. Ja, jetzt auf jeden Fall laufen wir richtig aufs Kölner Zentrum zu und nicht nur drauf zu, sondern auch durch. Jetzt erstmal unter der Hohenzollernbrücke durch, bekannt auch als die Liebesbrücke. Und gegenüber dann das Wahrzeichen von Köln, der Kölner Dom. Was ist denn ein Megamarsch Köln, ohne das Wahrzeichen gesehen zu haben? Und vor allen Dingen werden wir jetzt nicht nur dran vorbeigehen, sondern später auch richtig drumherum laufen, damit man auch ein paar schöne Fotos machen kann. Aber jetzt erstmal auf dieser Rheinseite hier weiter. Oh, da haben wir als nächstes Highlight, als erstes richtiges Highlight, die Lanxess Arena. Die werden wir einmal drumherum laufen. Uhr, 37,5 Kilometer liegen hinter uns. Herzlich willkommen am Deutzer Bahnhof. Hier müssen wir eine kleine Zwangspause machen, denn ich habe ein Problem hier an der Ferse, ein Stück darüber. Da laufe ich mir gerade eine richtig blutige Stelle. Da ist auch schon der Socken durchgescheuert. Hier ist oh, Leute, hier ist alles voller Blut. Das sieht richtig pervers aus. Da ist hier der Hackenbereich ausgescheuert und der reibt immer darüber und sorgt dafür, dass ich hier am Bluten bin. Jetzt habe ich keine Pflaster und nichts dabei, keine heilen Socken. Wer geht denn von so weit aus? Ja, das ist nur ein Trick möglich, den Socken so weit runterziehen, dass dieser Bund von dem Socken über der wunden Stelle liegt. Und damit hoffentlich der Rest der Tour halbwegs schmerzfrei hier zu Ende gehen kann. Und es wird irgendwann richtig penetrant, so eine offene Stelle, wo es immer und immer wieder drüber scheuert. So, keine 200 Meter weiter vom Deutzer Bahnhof nähern wir uns jetzt der Lanxess Arena. Das ist auch so eine Stelle, da würde ich sagen, ob das so gut ist, auf den Marsch einzubauen. Weil du musst hier über zwei, wenn nicht sogar über drei Ampeln überqueren. Alternativ könnte man auch durch den U-Bahn gehen. Das wäre eigentlich eine Idee. U-Bahn runter und da hängen wieder rum. Da hat man nämlich gar keine Ampel, das wäre auch eine Idee. Aber so, wenn man hier oben lang geht, ist das schon eine Geduldsprobe. Und das kann natürlich, obwohl wir sind jetzt bei Kilometer 38, also richtig knubbeln sollte es sich hier nicht.
aber trotzdem keine schöne Stelle. Wenn auch Längses Arena ein sehr schönes Ziel ist, was es zu umrunden gilt. Aber ihr seht, wir stehen hier, stehen und warten und warten und warten. Also das wird vielen Teilnehmern dann schon auf die Nerven gehen, ne? Herzlich willkommen an der Längses Arena, ehemals Köln Arena, vom Kölner auch als Henkelmännchen bezeichnet, weil das Ding von Weitem so aussieht wie so eine Brotdose mit einem Henkel. Ja, das ist hier dieses weiße Teil, dieser Bogen, der da einmal komplett rüber geht und wo dann Großteile der Dachkonstruktion auch dranhängen. Deswegen heißt das Ding Henkelmännchen. Ja, problemlos zu Fuß zu umrunden. Aber abgesehen von dieser Ampelkatastrophe kurz davor könnte das hier auch ein Problem werden, weil ja, Kilometer 39, wenn wir haben im Schnitt starten die Leute um 12, dann sind so um 20 Uhr die meisten hier. Und wenn dann hier eine Veranstaltung ist, dann ist natürlich richtig Chaos vorprogrammiert. Das wird dann nicht funktionieren, weil wenn die Leute in die Arena rein wollen, ein Konzert besuchen, irgendeine Sportveranstaltung oder sowas und dann gleichzeitig noch hier mehrere tausend Megamarsch-Teilnehmer sich da durchwurschteln müssen, das kann in die Hose gehen. Aber ich habe die Tour erstmal so geplant, wie ich sie für schön empfinde und alles andere muss man halt sehen. So, zweite Zwangspause auf der Deutzer Freiheit, kurz nach dem Trinkbrunnen. Hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der mit drin ist. Also da könnte man auch nochmal sich eine zweite oder eine zusätzliche Erfrischung einholen. So, jetzt war ich gerade beim DM gewesen, habe hier Pflaster geholt, weil Leute, ich kann so nicht mehr laufen. Socken runterziehen funktioniert nicht, der rutscht immer wieder hoch und diese blank geschaltete Stelle liegt wieder frei. Deswegen muss da jetzt ein Pflaster drauf, sonst ist die Tour hier gelaufen, noch bevor sie richtig angefangen hat. So, damit herzlich willkommen. Keine 500 Meter weiter hier auf dem, ich weiß gar nicht, wie der Platz heißt, Kirmesplatz, wo immer die Deutzer Kirmes ist. Leute, diese Pflaster, die machen mich wahnsinnig. Also ich bin jetzt keine 500 Meter gelaufen. Das Ding hat sich wer weiß wohin verabschiedet. Das kann echt nicht wahr sein, ne? So eine Kacke. Ey, guck dir das mal an hier. Völlig total zerwurstelt. Kann echt nicht wahr sein. Mann, sowas mache ich echt böse, so eine sinnlose Kacke, ne? Also ich weiß nicht, was das hier geben soll. Ich habe das eben schon sauber gemacht und trocken vor allen Dingen, es hält der Dröss nicht. Leute, ich werde es versuchen, ein Pflaster hier über diese offene Stelle am Schuh drüber zu kleben, dass das da vielleicht haften bleibt und die Reibung damit minimiert wird. So, 15.50 Uhr, das scheiß Pflaster scheint jetzt zu halten. 40,5 Kilometer liegen hinter uns. Ja, als nächstes gehen wir dann hier im Deutzer Hafen über eine der beiden, über die eine von den zwei Drehbrücken in Köln. Die wurde gerade hier für mehrere Monate gesperrt und saniert. Jetzt ist sie wieder passierbar, aber nur für Fußgänger und Radfahrer. Autos nur im, weiß ich nicht, Extremfall für die Feuerwehr, ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall dann hier vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen. Da drüben haben wir die ehemalige Mühle, Aurora war das, meine ich, steht auch noch dran. Da haben sie ein Gebäude schon komplett abgerissen jetzt. Das soll wohl zu einem Wohngebiet umgebaut werden. Sehr teure Luxuswohnungen oder so, habe ich mal gehört. Und dahinter ist die Elektroküche und die Essigfabrik. Zwei sehr bekannte Locations für Techno- und Goa-Partys. Ja. Da wird auch heute noch gefeiert. Ob das auch abgerissen wird, weiß ich nicht. Wäre schade, wenn. Aber gut, so ist halt der Gang der Dinge. Ne? Ja, jetzt gehen wir dann hier wieder ein Stück entlang. Das war auch Filmszene im Film Voll Normal. Voll Normal wurde hier gedreht an den Poller Wiesen. Und zwar da, wo Tom Gerhardt diesem einen Assi diesen riesigen Auspuff vom Auto unterm Auto quasi weggeschraubt hat. Das wird hier in den Poller Wiesen gedreht. Genau. Zur anderen Seite hätten wir dann die Kranhäuser, auch eines der Wahrzeichen von Köln. Die sehen aus wie so Kräne, weil da drüben war früher eben der Hafen gewesen. Da haben sie noch die alten Hafengebäude saniert. Da sind jetzt mittlerweile Wohnungen drin, Restaurants und auch ein Escape Game. Nein, das ist da drüben. Das ist an der Severinsbrück, haben wir auch schon gemacht. Ja, da werden wir später alles noch sehen. Leute, das wird eine sehr ereignisreiche Tour hier werden. 40,6 Kilometer. Jetzt gehen wir gerade hier lang.
Rodenkirchener Brücke. Oh, ja, dann kommt ein Stück, wo ich mich nicht so drauf freue. Einmal durch Rodenkirchen rum, Hingene rum, wieder ein bisschen durch den Wald. Das ist einfach, um auf die Kilometer zu kommen, weil irgendwo muss das hier herkommen. Ach, Lef Lückscher, was soll ich euch sagen? Manchmal ist es wirklich wie verhext. Auf diesem Stück hier, ein Stück weiter noch, hinter der Südbrücke, habe ich vor 2 oder 3 Jahren mal einen Zuschauer getroffen, den Willi, Grüße gehen raus, Spitzname Locke, weil er eine Glatze hat. Und an dieses Treffen habe ich eben gedacht, mal so ein bisschen reflektiert darüber, weil das auch ein sehr nettes Gespräch war. Und was soll ich sagen, in diesem Moment kommt er mir entgegen und ruft, hallo Sebastian. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein, ne? Das ist mal ein positives Beispiel für Murphy's Law. Also lieber Willi, habe mich sehr gefreut, ein paar Worte mit dir zu wechseln. Sehr nettes Treffen war das, spontan. Und damit würde ich sagen, alles Gute und wir sehen uns in 2 Jahren vielleicht mal wieder. Uhr, 43,6 Kilometer liegen hinter uns. Herzlich willkommen kurz vor der Rodenkirchener Brücke. Hier würde ich jetzt strategisch günstig einen Verpflegungsposten errichten, sollte der Marsch so gemacht werden, wie wir den hier ablaufen. Und zwar gibt es da mehrere Möglichkeiten. Einmal den Campingplatz Berger, da könnte man vielleicht mal nachfragen. Die haben ein großes Plätzchen, die haben Wasser, die haben Strom, die haben Platz. Das wäre vielleicht eine Option. Oder ein Stück weiter kommt dann das Poller Fischerhaus. Da gibt es auch noch die Möglichkeit, da mal anzufragen. Für Wasser, Strom und auch ja, Platz haben die auch. Und das mal überlegen. Das wäre der zweite Verpflegungsposten nach 40 Kilometern. Ja, das könnte sich eventuell beißen mit dem regulären Betrieb. Ja, die haben ja auch hier normal warme Küche und sowas, kann man hier sehen. Aber vielleicht ein Schlauch und ein Kabel unter die Rodenkirchener Brücke zu legen, sollte vielleicht funktionieren. Das wären so meine Anregungen dafür. Und falls das hier auch nicht geht, dann eben unter der Rodenkirchener Brücke selber. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Anschlüsse, wo man Wasser herkriegen kann und Strom. Hier haben wir da irgendwelche Wartungsöffnungen. Baustelle ist da gerade sowieso. Vielleicht kann man von da Wasser abzwacken und Strom. Ja, da sehe ich nämlich schon, das müsste Wasser sein. Ja. Ja, da ist ein dicker Schlauch. Irgendwo hier wird hier Wasseranschlüsse. Also unter der Rodenkirchener Brücke wäre natürlich auch möglich. Dann gucken wir uns das noch ein bisschen genauer an. Hier ist jetzt los. Genau, hier sind wir dann auf dem Megamarsch hochgegangen. Da gehen wir auch gleich hoch, den Aufgang. Und hier, wenn die beiden Dinger nichts sind, Campingplatz und Poller Fischerhaus, könnte man hier unter der Rodenkirchener Brücke Pause machen. Auch ein Stück darunter noch. Da ist eine Freifläche. Könnte funktionieren. Ja, aber jetzt habe ich mir hier auch erstmal meine Pause verdient. Ah, Leute, es gibt nichts Herrlicheres wie ein schönes, frisches Kiesbett. Boah, was date das Jod. So, 16:25 mittlerweile, 43,9 Kilometer liegen hinter uns und damit deutlich mehr als ursprünglich angenommen. Gerade auf den schlauen Zettel hier gucken. Und zwar hätten wir eigentlich, obwohl so viel mehr ist es gar nicht, 300 Meter mehr. 43,6 hätten wir eigentlich gehabt, also 400 Meter mehr. Der hat gerade aufgerundet, wahrscheinlich durch irgendwelche Geisterbewegungen hier. Ja, nächste Etappe haben wir dann Pause im Mediapark, auch sehr zentrumsnah in Köln. Das sind nochmal 23,3 Kilometer. Ah gut, das nehme ich jetzt schon Informationen vorweg, die wir sehen werden. Auf jeden Fall hier jetzt erstmal wieder eine schöne Erfrischung. Oh Leute, diesmal 2 Butterbrote, habe ich schön vorbereitet. Hier Pumpernickel in Kombination mit wabbeligem, ungetoastetem weißen Toastbrot. Das Ganze eben mit Buko und Schmierwurst aufgewertet. Dazu wieder hier der Sack voll Brezel und die nächste Cola. Leute, ich freue mich darauf. Geil. Das zischt, das gibt Power, das hebt die Moral, das macht einfach Freude. Ah. Aber was natürlich Katastrophe ist, sind diese festen Dinger hier. Ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Ne? So, Prost! Uhr, die Pause ist vorbei. Herzlich willkommen auf der Rodenkirchener Brücke und damit bei der zweiten und letzten Rheinüberquerung auf diesem Marsch. Ja, von hier aus kann man bei Tageslicht wunderbar bis ins Kölner Zentrum reinblicken. Man kann den Kölner Dom sehen, die Südbrücke, ein bisschen von der Severinsbrücke, den Kolonius, also den Fernsehturm. Dann hier das Dingensviertel, wo die Brauerei ist, kann man alles sehen. Ja, und auf dem Megamarsch hatte ich auch so ein bisschen bemängelt, dass man, wenn man dann über die Brücke rüber ist, Köln quasi den Rücken zudreht
und das Gefühl so ein Downgrade ist. Wir machen es auf dieser Tour genauso, aber um dann richtig Schwung zu holen und voller Kraft durch die Innenstadt zu laufen. Jetzt aber erstmal nach Rodenkirchen und dann um Rodenkirchen rum. Wie gesagt, das wird ein eher nerviges Stück werden. So, jetzt könnt ihr wieder Radfahrer gucken, was der macht. Ja. Ja, Leute, ganz schlimme Stelle hier. Ich mag das überhaupt nicht. Ne? So, die waren jetzt alle noch sehr in Ordnung, aber es gibt Leute, die rammen dir wirklich gnadenlos ihren Lenker in die Flanke rein. Ne? Ganz schlimm. Froh, wenn das Ding hier endlich erledigt ist, die Baustelle. Uhr, 50,1 Kilometer liegen hinter uns und damit könnte man meinen, dass wir schon über die Hälfte geschafft haben, aber weit gefehlt, noch 51,6 Kilometer liegen vor uns und damit auch die schönere Etappe, die jetzt folgen wird durch die Kölner Innenstadt. Bisher waren wir ja nur Innenstadtbereich ob der Schelsig, also auf der falschen Seite, Deutz, Poll, Mülheim und so weit. Und jetzt sind wir eben auf der richtigen Rheinseite und dann kommen dann die richtigen Highlights und sehr schöne belebende Stellen. Jetzt gerade sind wir noch am Rande vom Forst Botanischen Garten. Den umrunden wir jetzt, laufen dann wieder zurück Richtung Rodenkirchen und dann ist dieses Stück, wo ich mich so ein bisschen vor gefürchtet hatte, auch Geschichte. Dann kommt Marienburg, Bayental, oh, da kommen wir schon bald in die Südstadt, Kölner Dom. Oh Leute, da kommen noch so viele interessante Stellen. Also, weiter geht's. Uhr, 53,2 Kilometer zurückgelegt. Herzlich willkommen auf dem Ausläufer des Militärringes, der uns jetzt wieder zurück ans Rheinufer bringt. Und zwar ganz in der Nähe von der Rodenkirchener Brücke. Ja, wenn man sich den Track von mir mal so anschaut, auf den ersten Blick über Komoot in der Gesamtansicht, sieht das Ding ziemlich scheußlich aus. Anders als der Megamarsch Köln. Der geht ja richtig schön rund und großzügig geschwungen. Und mein Ding hier, das ist natürlich ziemlich gewurstelt und geknüsselt und ja, sieht halt wirklich nicht schön aus, aber er ist kreuzungsfrei, das finde ich wichtig. Das heißt, man kann den problemlos auseinanderziehen zu einem Kreis, weil es eben keine Kreuzung gibt und das wollte ich halt nur mal so angemerkt haben. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier, rechter Hand so ein Zwischenwerk, preußisches Zwischenwerk, Kölner Festungsmuseum, kann man auch besichtigen und bei Bedarf eben auch über den Innenhof gehen. Da sieht man noch mehr Mauern. Ja, Kölner Festungsring von den Preußen findet man überall Überreste, verstärkt auf dem Militärring. Deswegen heißt er, glaube ich, auch so Militär, Preußen und so weiter. Das wird auch das einzige Stück sein, wo wir über den Militärring gehen. Weil ich persönlich finde den Militärring ganz, ganz furchtbar zu laufen. Richtig schrecklich. Kann sein, dass wir den nochmal kreuzen irgendwo auf dem Rückweg. Ja, irgendwo werden wir den kreuzen. Wir müssen ja auch wieder zurückkommen nach Fühlingen, also an den Fühlinger See. Ja, aber bis dahin sind auch noch ein paar Kilometerchens. Jetzt erstmal schön zurück hier ans Rheinufer und dann haben wir auch den Blick wieder richtig frei in Richtung Innenstadt. Uhr, 55 Kilometer zurückgelegt. Herzlich willkommen am Rheinufer Richtung Kölner Innenstadt, habe ich ja eben schon angesagt. Auf jeden Fall, das ist eine der Stellen, wo ich vorhin mal sagte, dass man hier beides hat. Man hat hier Ruhe und ist aber trotzdem in der Großstadt. Ja, wenn man sich hier mal rumdreht, da Kölner Innenstadt, da laufen wir jetzt auf die Südbrücke drauf zu. Da fährt gerade die Eisenbahn drüber. Lieber Hansi, Grüße gehen raus. Dahinter kann man dann schon die weiteren Brücken von Köln sehen. 7 Stück haben wir insgesamt. Über 2 gehen wir drüber, beziehungsweise 4, wenn wir die beiden Drehbrücken noch mitrechnen. Eine hatten wir ja schon, die zweite kommt noch am Schokoladenmuseum. Ja, und hier ist halt, finde ich, eine sehr belebende Stimmung. Ne? Hier rechte Hand der Rhein, der fließt dahin. So das Vorhandensein von fließendem Wasser, finde ich, dass das macht unheimlich viel für die Atmosphäre aus und für das Wohlbefinden. Und dann noch eben in Verbindung mit diesem beginnenden Großstadt-Flair. Leute, ich feiere es. Ich finde es richtig geil. Thank you.
Und damit herzlich willkommen um 18.44 Uhr nach 57,4 Kilometern hier bei den Kranhäusern. Die konnten wir eben schon von der anderen Rheinseite aus sehen. Und da merke ich gerade, dass das eine richtig tolle Sache ist, dass man von der anderen Seite eben sehen konnte, oh, guck mal da, noch 20 Kilometer, dann sind wir da, dann kommen wir da dran vorbei. Oder jetzt von hier aus über der Severinsbrücke sehe ich die Lanxess Arena. Da kann man auch wieder zurückblicken und sagen, boah, guck mal, vor 20 Kilometern sind wir da gewesen. Und das finde ich gerade richtig klasse und belebend, dass man während so einem Marsch vor- und zurückblicken kann. Ja, was so auf dieser Megamarschstrecke, ich glaube, nirgendwo wirklich möglich ist. Und diese Situation hier gerade, schon mal zurückzugucken oder schon mal einen Blick in die Zukunft zu erhaschen, finde ich richtig belebend. Und das verleiht mir gerade richtig Flügel auch, merke ich. Obwohl ich Köln natürlich seit meiner Geburt kenne. Aber diese Strecke, so in dieser Form, bin ich noch nie abgelaufen. Und das ist einfach klasse. Ja, wir laufen jetzt hier, wie gesagt, auf die Severinsbrücke zu. Da haben wir dann auch gleich dieses Escape Game, wo ich eben von gesprochen hatte. Ja, Leute, also richtig klasse. Und dann geht es auch schon am Schokoladenmuseum vorbei. Den Neumarkt habe ich auch noch mit eingebaut. Ja, eher ein trauriger Hotspot, trauriger Highlight. Aber gut, da kommt noch einiges, Leute. Bleibt gespannt. Punkt 19 Uhr, 59,1 Kilometer liegen hinter uns. Wir nähern uns dem Neumarkt. Zugegeben, dieser Ausreißer vom Rheinufer ist natürlich auch ja, Mittel zum Zweck, eben die 100 Kilometer voll zu kriegen. Aber ich denke, das ist ein sehr schöner Ausreißer. Hier spürt man auch so dieses Großstadt-Flair. Hier zur Rechten konnten wir gerade eine Demo sehen. Ich hoffe, dass die für das Richtige demonstrieren. Und auf dem Rückweg gehen wir dann über die größte Einkaufsstraße der Welt, Deutschlands oder was? Schildergasse auf jeden Fall. Irgendein Superlativ erfüllt die. Habe ich, glaube ich, schon mal in einem Video gesagt. Wusste aber auch nicht, welcher genau es war. Aber es ist einer. Ja, Neumarkt, auch traurige Berühmtheit für seine Heroin- und ich glaube auch Crack-Szene. Das ist teilweise richtig tiefenfrustrierend und erschreckend, was man da manchmal für erbärmliche Gestalten in ihren eigenen Exkrementen in den Ecken rumliegen sieht. Die Stadt kriegt das nicht in den Griff. Ganz in der Nähe vom Neumarkt ist nämlich auch so eine, ich glaube, Methadon-Ausgabestelle oder Fixerstube oder sowas. Und ja, die Leute, die nicht dahin gehen, die sammeln sich halt im Bahnhofsbereich, ne, von der KVB. Ich bin da selbst fast mal Opfer eines, ja, nicht Angriffs geworden, aber da stand ein Heroinabhängiger mit runtergelassener Hose, vollgeschissen, hatte noch die Spritze in der Hand, torkelte die Treppe runter, mir entgegen und drohte auf mich zu stürzen. Leute, ich denke, das darf nicht wahr sein. Ne? Ganz arme Menschen, richtig viel Elend hier, alles andere als schön, aber dazu der Kontrast. Riesen Einkaufsmeile, Marks und Spencer, nee, wie heißt der andere da? Globetrotter haben wir da auch. Oh, und da gibt es noch einen dritten Trinkbrunnen. Den habe ich nicht auf der Tour. Der fällt mir aber gerade ein, dass der da liegt. Wenn wir um den Neumarkt rumgegangen sind, dann werden wir den auf jeden Fall auch noch mitnehmen, Getränk auffüllen, ein bisschen erfrischen und dann kraftvoll weiterziehen. Leute, es ist einfach unfassbar, was an diesem Montag hier heute los ist. Also gefühlt hat ganz Deutschland heute frei, außer Verkäufer und irgendwelche anderen Leute. Es kommt sich hier vor wie an einem langen Samstag oder einem verkaufsoffenen Sonntag. Wahnsinn einfach. Ja, das wird sich wahrscheinlich jetzt so einbürgern, dass an solchen Brückentagen gar nicht mehr gearbeitet wird. Und hier stehen wir jetzt auch schon am nächsten Trinkbrunnen. Oh, Leute, geil. So, das Trinksystem ist aufgefüllt. Jetzt sind wir hier, wie gesagt, auf der Schilderjass, die größte Einkaufsstraße von irgendwas. Und ihr seht, was hier los ist, Leute. Wahnsinn, ne? Das wird aber, sollte das auch Teil des Megamarsches werden, dann wäre es hier wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht, so spät, dass das kein Problem mehr darstellen würde, dass so viele Menschenmassen drin sind. Und dann könnte der Marsch hier problemlos durchgehen. Jetzt sind wir bei Kilometer 60 oder was? Ich muss gerade nochmal nachgucken. 19 Uhr, ja, oh genau, Kilometer 61 sind wir mittlerweile. Und
Ja, wie viel Uhr hätten wir denn dann im Schnitt, wenn hier so ein großes Feld an Teilnehmern vorbeikommt? 23 Uhr? Vielleicht schon 0 Uhr? Ich weiß es gar nicht. Die Schnellen sind dann schon lange durch. Die könnten noch Probleme haben mit Menschenmassen, die hier einkaufen am Wochenende. Aber ja, das sind alles so Gedanken, die ich mir halt mache, ne? Ob das wirklich umsetzbar sein könnte, einen Marsch so zentral durch die Innenstadt laufen zu lassen oder nicht. Und letzten Endes ist das ja da auch die Entscheidung vom Megamarschveranstalter und nicht meine. Aber ich fantasiere gern so ein bisschen rum, mache mir Gedanken und stelle mir vor, wie es wäre, wenn. So, ihr Lieben, jetzt sind wir auch an der Stelle, wo ich von gesprochen hatte, dass das eine der beliebtesten Foto-Hotspots von Köln-Touristen ist. Ich kann ihn schon sehen, den Kölner Dom in all seiner Pracht. Leute, guckt euch das an. Da kommt man die Ecke rum und wird quasi vom Anblick des Doms richtig erschlagen. Geil! Und ja, wenn der nachts noch richtig beleuchtet ist, was ich derzeit nicht weiß, ich glaube, der wird nur so auf halbe Beleuchtung gefahren, dann macht das noch was, noch richtig sehr viel mehr her. Ja, jetzt gehen wir auch über die Domplatte, dann am Hauptbahnhof vorbei und boah, und dann, ich weiß es gar nicht, ja, dann gehen wir, glaube ich, noch durch Agnesviertel. Also Leute, das ist so eine geniale Tour, muss ich sagen. Und nur ähnlichen Auftrieb habe ich immer erlebt, wenn ich auf dem Mammutmarsch Berlin gewesen war. Dieses Großstadt, dieses Offene, guckt euch das an hier, wie viele Leute hier unterwegs sind. Touristen aus aller Welt, wow. Da stehst du hier vor der zweitgrößten Kirche von der Welt. Größte steht ja in Ulm, sind wir auch schon gewesen. So sieht's ja aus. Leute, wunderbar. Am Eilstein ist Musik. Am Eigelstein ist Tanz. Herzlich willkommen an der Eigelstein-Torburg. Kilometer 64, 19.40 Uhr. Gehen wir schön unter der Torburg drunter her. Auch eine sehr kölsche Gegend hier. Und gar nicht dran gedacht, da vorne ist der nächste Trinkbrunnen. Leute, ich komme mir vor wie auf der Trinkbrunnen-Tour 2.0. Den nehmen wir natürlich mit. Wir hätten jetzt eigentlich schon rechts abbiegen müssen, aber die paar Meter bis darüber, die kriegen wir natürlich hin. Leute, auch hier, als ob irgendwie Samstag ist. Ne? Es ist alles rappelvoll. Geil. Boah, der Idiot. So, damit geht es dann jetzt auch weiter von Hingenrum zum Eberplatz und dann die Ringerup. Nee, vertan. Wir gehen jetzt erstmal wieder runter zum Rheinufer, gehen dann an der Bastei entlang und kommen dann von Hingenrum am Eberplatz vorbei und dann die Ringe rauf. Aber das wird auch noch mal eine Problemstelle, da werde ich aber dann was dazu sagen. Uhr, 64,2 Kilometer liegen hinter uns. Herzlich willkommen an der Kleverstraße. Filmleuchte holen wir später raus. Wir haben es nicht mehr weit bis zum dritten Verpflegungsposten. Auf jeden Fall ist hier eine sehr interessante Stelle. Habe ich auch schon in sehr alten Videos schon mal gezeigt. Und zwar hätten wir hier diese Hinweistafel, die auf den Kölner Kronleuchtersaal hinweist, was eine historisch sehr interessante Stelle ist, denn da haben wir hier die Abwasserkanalisation. Hier ist so eine grüne Bodenplatte, die kann man aufklappen. Dann geht man Treppen runter und steht dann im Kronleuchtersaal. Der heißt so, weil man Kaiser irgendwem damals diesen neuen Kanalabschnitt präsentieren wollte. Und dazu hat man dann einen Kronleuchter aufgehangen, um diesen Kanalabschnitt eben zu erhellen. Bei niedrigem Rheinwasserpegel ist das Ding auch problemlos durch den Kanal trockenen Fußes zu erreichen. Kann ich aber nicht empfehlen, denn die Stadtentwässerungsbetriebe werten das als Hausfriedensbruch. So, damit geht es jetzt weiter. Eberplatz, dann die Ringerup und dann sind wir auch schon bald am Mediapark und machen die nächste wohlverdiente Pause. Nein, schon wieder vertan. Also ich sollte meinen eigenen Track mal besser vorher ein bisschen studieren, bevor ich Ansagen mache. Auf jeden Fall streifen wir jetzt so den Eberplatz, biegen ab auf die Rieler Straße, um dann noch so einen Schlenker zu laufen am Oberlandesgericht, Oberverfassungsgericht, am Eulen Gericht vorbei, am Reichsberger Platz. Und dann kommen wir von Hingenrum an den Hansaring.
Ja, schade, dieses Gerichtsgebäude scheint es der Stadt Köln nicht wert zu sein, beleuchtet zu sein. Ziemlich schade, weil es ist ein richtig prunkvoller Bau. So, da denke ich gerade, was ist denn hier los? Track verlassen, ja, verlaufen. Wir hätten gar nicht hier über die innere Kanalstraße drüber gemusst, sondern vorher schon links abbiegen müssen am Landpark. Das ist hier ehemals Eis- und Schwimmstadion. Wurde vor ein paar Jahren der Landpark draus gemacht. Und da kann man das ganze Jahr über, so wie ich das sehe, hier Schlittschuh laufen. Unten zumindest. Oben ist dann auch eine Eisbahn, wo man einmal im Kreis fahren kann. Draußen hat man noch Freibäder, so Naturbäder mit Naturboden. Das sieht aus wie so ein natürlicher See. Also nicht so blau, wie man es kennt von einem Swimmingpool, sondern eben Naturfreibäder. Ja, und da hätten wir eben schon gar nicht dran vorbeigemusst, sondern hey, in den dunklen Park rein. Ja, auch die Agneskirche leider nicht beleuchtet. Und jetzt gehen wir auf den Ebertplatz zu, über die Neusser Straße. Hoi, so ihr Lieben, herzlich willkommen im Mediapark. Hier findet man unter anderem das größte Kino, zumindest von Köln. Oder von NRW, auf jeden Fall ein Riesending. So, 20.28 Uhr, 68,2 Kilometer liegen hinter uns. Und den Mediapark habe ich quasi als dritten Verpflegungsposten auserkoren, weil ich glaube, dass es hier einfach relativ problemlos möglich sein könnte. Also wir haben erstens sehr viel Platz hier. Und auch wenn sehr großer Andrang im Cinedom ist, sind die Leute auch schon mal draußen. Aber das verläuft sich ja alles. Und damit könnte man hier im Randbereich so einen Verpflegungsposten installieren und auch irgendwo dann Strom und Wasser herkriegen. Das, glaube ich, könnte relativ problemlos zu bewerkstelligen sein. Wenn der Mediapark dann auch in Privatbesitz ist, glaube ich, könnte das noch problemloser vonstatten gehen, als wenn der in städtischer Hand ist. Das weiß ich all nicht. Aber das sind auch so Gedanken, die ich mir mache. Was ist wenn? Wie geht's weiter? Und so fort. Ja, auf jeden Fall merke ich, jetzt nach diesem richtig euphorischen Hoch durch die Kölner Innenstadt, habe ich jetzt so ein richtiges Tief. Ich bin fertig. Ich würde am liebsten nach Hause gehen. Also mit Dundi Fürs wie. Ich habe Nackenschmerzen, weil der Rucksack ist heute sehr schwer. Natürlich die Verpflegung komplett dabei. Boah. Nee, also gerade macht das echt keinen Spaß, aber auch das gehört eben zu solchen Märschen dazu. Das wissen wir mittlerweile. Ich kenne das, wie das läuft. Das ist die Erfahrung, die man mit den Jahren dann eben auch erlangt. Oh, jetzt sind die Füße mal hoch, Leute. Geil. Oh, und ich merke auch, ich habe nach den letzten Märschen verdammt schlecht gedehnt. Also gar nicht gedehnt. Ich bin richtig eingerostet. Ich kriege die Beine gestreckt, gar nicht rechtwinklig rangezogen. Oh, gar nicht gut. Leute, war dein Film. Aber geil, da wollen wir ja immer hin. So, und herzlich willkommen zurück um kurz vor 21 Uhr. Wir gehen jetzt weiter über die Ringe und hier kommt ein weiteres Highlight. Und zwar die Rechtsanwaltskanzlei Wilde, Beuger und Solmecke. Die haben hier ihre Niederlassung. Wo ist es? Oder sind sie umgezogen? Was ist denn hier los? Kaiser Wilhelmring, 27 bis 29. Ne, Schild ist weg. Da steht's. WBS. Ne? Wir sind umgezogen ab jetzt in der Eupener Straße. Da war das denn hier zu teuer gewesen. Sind sie lieber nach Ehrenfeld bzw. Braunsfeld gezogen. Naja, kennen wir alle. Christian Solmecke, Staranwalt auf YouTube, hatte hier früher seine Kanzlei gehabt. Jetzt umgezogen auf die Eupener Straße. Da kommen wir heute nicht vorbei. So, 21.05 Uhr, 69,3 Kilometer liegen hinter uns. Zu meiner Rechten haben wir jetzt die Klapsmühle. Wir sind jetzt auf der Prachtmeile der Stadt Köln, der Feiermeile schlechthin. Und wenn ich mir vorstelle, dass hier zur fortgerückter Stunde 1000 Megamarsch-Teilnehmer langlaufen würden, in Verbindung mit dem Party- und Feiervolk, was teilweise auch schon sehr stark alkoholisiert ist, könnte es doch Konfliktpotenzial geben. Wir sind jetzt zugegeben schon bei Kilometer 70. Lass mal überlegen, da wird der Großteil wird da wahrscheinlich schon im Morgengrauen hier ankommen.
Da ist es teilweise besonders schwierig. Ne, da sind die Leute teilweise schon so alkoholisiert, dass es oft Schlägereien gibt und sowas. Und da will man natürlich auch nicht als Marschteilnehmer, gerade wenn man schon so zerschossen ist, reingeraten in so einen Unfug. Ne? Deswegen denke ich, dass die Ringe vielleicht nicht die ideale Wahl sind für die Streckenführung. Aber es ist halt schön, jetzt zumindest. Ne? Zur relativ frühen Stunde noch ist hier alles friedlich. Die Leute sitzen hier, trinken, essen in den zahlreichen Bars und Restaurants. Da drüben haben wir noch ein Kino. Wir laufen jetzt auf den Rudolfplatz drauf zu, beziehungsweise knicken hier jetzt rechts ab. Dann schon auf die Aachener Straße. Da sind die Ringe schon wieder vorbei. Ich glaube, das war's dann auch. Muss ich gerade mal nachgucken. Nee, tatsächlich war es das schon gewesen, weil das Stück zwischen, sag mal, zwischen Christophstraße und Rudolfplatz, das ist so die Hauptfeiermeile für das Feierpublikum. Der Rest wird dann auch uninteressant, deswegen bin ich da, habe ich die Streckenführung nicht weiter über die Ringe geführt. Ja, und damit haben wir jetzt keine 12 Kilometer mehr bis zum nächsten Verpflegungsposten in Riehl. Der könnte etwas früh platziert sein von mir. Aber da könnte es strategisch eben auch sehr günstig sein, einen Verpflegungsposten zu errichten. Uhr, 71,8 Kilometer liegen hinter uns. Jetzt laufen wir gerade über die, ach, das wird die Fendler- oder Subbelrather Straße sein, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall kann man von hier, wer winkt denn da? Hallo? Alles gut? Dankeschön, ja. Wahrscheinlich ein Zuschauer. Sehr schön. Bitte? Streamst du oder was? Nein, 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 ich filme noch. Kein Stream. Leute, was man hier Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ne? Zuschauer, Interessierte, Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall konnte man von da aus auch eben den Mediapark wieder sehen. Das war auch so ein Ding, wo er sagt, oh, guck mal, da sind wir eben gewesen. Das ist doch noch gar nicht so lange her, aber eine Stelle mehr, wo man die Strecke noch mal so Revue passieren lassen konnte. So, es wird wieder duster. Wo ist meine Lampe? Boah, Leute. So. Also langsam wird es zäh. Bin auch froh, wenn wir gleich in Riehl sind. Nächste und letzte Pause. Vielleicht ziehen wir noch ein bisschen raus, bis nach Nil oder so. Müssen wir mal gucken. So, damit herzlich willkommen auf dem Herkulesberg. Hier hat man wieder einen wunderbaren Blick frei auf das Kölner Panorama, weil wir hier relativ hoch sind. Oh, wir haben sogar Vollmond. Hier können wir zurückblicken zur Köln Arena. Da ist dieser Henkel jetzt rot angeleuchtet. Das könnt ihr vielleicht erkennen. Dann sehen wir den Kölner Dom. Ja, der ist so in Sparversion beleuchtet. Dann haben wir hier den Media Tower direkt vor der Nase. Leute, geil! Puh. 21.44 Uhr, 73 Kilometer glatt gelaufen. Herzlich willkommen in der Hornstraße. Hier haben wir einmal zu meiner Linken das Odonien, eine sehr bekannte Fire Location für Techno- und Goa-Partys. Und zum anderen zwei sehr große Freudenhäuser. Die finde ich nicht so interessant wie das Odonien. Da haben wir früher viel gefeiert und könnte auch sein, dass wir jetzt zu Halloween auf dem André seine Goa-Fete gehen. Punkt 22 Uhr, 74,6 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen am, es müsste der vierte Trinkbrunnen, glaube ich, sein. Innere Kanalstraße, Ecke Lose Straße in diesem kleinen Park hier. Also, ich glaube, diese Tour benennen wir um in den Trinkbrunnenmarsch 2.0, wie ich das eben schon mal am Eilstein gesagt habe. So, hier nutze ich jetzt auf jeden Fall die letzte Chance, Wasser nachzutanken. Dann sollte das auf jeden Fall auch reichen bis zum Ziel. Ja. Ja, gut, einen halben Liter haben wir jetzt getrunken seit dem letzten Auffüllen. Ein bisschen Wasser verlieren wir ja auch immer noch, weil da irgendwo so eine Undichtigkeit ist. Ach, Leute, alles nass. Was ein Driss. So. Oh ja, hier kann man sich auch mal ein bisschen die vom Schweiß völlig verklebten Hände abwaschen, Leute. Ekelhaft. Ja, ist auch schon wieder deutlich kühler geworden. Dann ist der Flüssigkeitsbedarf auch nicht mehr ganz so groß. Trotzdem, eine Pause haben wir noch. Uhr, 77,1 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen zurück auf der Rieler Straße.
Und jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich eben sagen wollte, als ich von meinem Track sprach, der so ziemlich verwurschtelt ist und gefühlt irgendwie im Kreis rumläuft. Das tut er ja, aber ohne Kreuzungspunkte, das hatten wir schon, genau. Wenn man jetzt ortskundig ist, dann könnte man auf die Idee kommen, dass man hier ständig irgendwie im Kreis läuft. Aber wenn man nicht weiß, wie es in Köln aussieht und so weiter und man zum ersten Mal hier ist, dann hat man dieses Gefühl nicht. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Deswegen für Nicht-Ortskundige wird der Track so auf jeden Fall keine Fragezeichen aufwerfen. Für Ortskundige ja, weil wir sind jetzt hier Rieler Straße, keine 300 Meter weiter. Da hinten sind wir eben an dem Gerichtsgebäude vorbeigekommen. Ebenso wie an der Inneren, da hatte ich nicht gefilmt, wo ich über die Brücke bin fälschlicherweise. Da sind wir auch ganz nah dran vorbeigekommen. Also diese Trackschleifen kommen sich teilweise sehr, sehr nahe, kreuzen sich aber nicht. Und ja, so ist das halt. Hier, rechter Hand, ist immer in der Oppenheimer Straße, kann das sein? Oder in der Kleverstraße? Nee, was ist das hier? Oppenheimer Straße, genau. Da hatten sie ja dieses Versicherungsviertel komplett platt gemacht. Wird es wieder aufgebaut. Ja, so sieht das hier aus. Ja, und jetzt gehen wir ans Rheinufer und dann kommen wir noch mal sehr, sehr nahe an der Mülheimer Brücke vorbei. Und dann sind wir auch schon bald endlich in Rehl. So, dann sind wir hier jetzt an der Rheinuferstraße, kurz vor Rehl. Oder das ist schon, gehört glaube ich schon zu Rehl, das DEVK-Gebäude mit der Weltkugel obendrauf, die einst auf dem Pylon der Severinsbrücke platziert war. Vor, ja, ich weiß nicht, auch schon 15 Jahre bestimmt her oder länger noch, wurde die umplatziert. Seitdem ist sie da oben. Und ja, das ist hier was auf jeden Fall was fürs Auge in der Dunkelheit. Aber zu dieser Kilometerzahl jetzt werden die meisten Teilnehmer schon wieder Morgengrauen haben. Ne? Also die Schnellen werden das noch im Dunkeln sehen, die Langsamen haben das Nachsehen. Fünf 80,9 Kilometer liegen hinter uns. Herz ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass ich hier aufgewachsen bin in Rehl. Und so kommen wir jetzt hier an der Sparkasse vorbei, an der, was ist das hier, Rehler Tal, der Stammheimer Straße, und das ist die Verlängerung von der Pionierstraße. Ja, und bei der Sparkasse habe ich schon als 5- oder 6-Jähriger meine Spardose hingebracht und stolz auf mein Kindersparbuch eingezahlt. Leute, geil. So, komm. Rüber, genau. So, und jetzt weichen wir auch vom Track ab, nicht viel, aber ich will hier über das Stück Stammheimer Straße mal drüber gehen, weil ich bin der Meinung, es gibt keinen Kölner Stadtteil, der ein so schönes Zentrum hat wie Rehl. Und zwar dieses Stück von der Stammheimer Straße hier. Da haben wir alles. Da ist ein Rewe. Da, ja gut, Zoobütchen haben mittlerweile zugemacht. Wir haben ein Lottoboot vom Jörni. Grüße gehen raus, mein Lieber. Dann Metzgerei, die hat auch mittlerweile zu. Die Frau Motz war das früher. Da ist jetzt ein Dönerladen drin, sehe ich. Ja, dann hatte man hier einen Friseur gehabt. Der ist mittlerweile leider auch zu. Die Post hat vor Jahren schon zugemacht. Aber es ist trotzdem sehr, sehr herzlich hier. Und es ist so ein für sich abgeschottetes Dorf in der Großstadt, kann man sagen. Ja, wenn ich zum Beispiel andere Stadtteile mir überlege, Sülz oder sowas, die haben da zwar auch so vergleichbare Straßen, aber nicht so herzlich wie hier in Rehl, wie ich finde. Ja, und jetzt gehen wir ein Stück Stammheimer Straße noch durch hier, dann ein Stück Rehler Tal und dann gehen wir hinten wieder auf den Rehler Gürtel, wo wir eigentlich lang gegangen wären, aber die Stammheimer Straße kam jetzt dazwischen. Da, hier Apotheke haben wir hier, da die Kölner Bank und hier war früher die Post drin gewesen. Und jetzt kommen noch zwei Geschäfte, das macht mich persönlich richtig traurig. Hier war früher der Schreibwarenladen Blum. So, da ist jetzt eine Wäscherei drin. Leute, da bin ich schon als Grundschüler ein- und ausgegangen, habe da Schulmaterial gekauft, die hat noch sehr viel Spielzeug. Zu Karneval sind wir da singen gegangen. Nein, Quatsch. Wann singt man? Zu St. Martin. So, zu St. Martin singen gegangen. Ein Stück weiter war noch der Haushaltswarenladen, der ist komplett abgerissen worden. Ja, so ist alles in Bewegung. Ne? Da vorne noch die Eisdiele Colussi, da gehen wir auch noch gerade gucken, Leute, jetzt, wenn wir einmal hier sind. Da sind wir auch. Da haben wir in der Grundschule
Da haben wir mit drei Jungs waren wir und da haben wir immer die Mädels ausgeführt und sind dann auch Eis essen gegangen und da haben wir uns drum gestritten, wer dem hübschesten Mädchen das Eis bezahlen durfte. Leute, das war schön. Ja, und das Eiscafé Colussi gibt es immer noch. Leute, ist das nicht schön, dass sowas so lange Bestand hat? Ja, da war auch immer spannend zu sehen, wie von Jahr zu Jahr die Eiskugeln immer teurer wurden. Früher, ich meine, als in der Grundschule haben wir hier für die Kugel Eis 40 Pfennig bezahlt. Ja, und jetzt mittlerweile wird es wahrscheinlich beim Euro 20 sein oder sowas. Wahnsinn, ne? Ja, Apotheke, auch früher gewesen. Jetzt sind wir hier am Rieler Tal. Da kommen wir gleich noch an einem Geschäft vorbei, wo ich als Schüler auch gejobbt habe. Getränke Pommer. Lieber Walter, Grüße gehen raus. Ja, das war ein schöner Schülerjob gewesen. Da haben wir Getränke ausgeliefert. Ja, da haben wir hier richtig Muckis und Wasserkästen, Bierkästen, Cola-Kästen in die x-beliebige Etage hin transportiert, getragen. Und ja, als 15-Jähriger, wenn du da an einem Nachmittag 40 oder 50 Mark manchmal verdient hattest, da warst du der King gewesen in der Schule, ne? Richtig klasse gewesen, aber war auch sehr schweißtreibend. Ja, mittlerweile ist da, ja, also eine richtige Post ist es nicht. Also Postfiliale ist das. Das sind irgendwelche Läden, die auch Post machen. Wenn du aber Beschwerden hast, dann schicken sie dich immer weg. Ja, wir sind keine Post, wir sind nur dies und das. Steht aber überall Post, alles gelb. Ne? Richtige Postämter wie früher gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, muss man wohl alles online machen. So, das Stück halten wir noch durch hier. Getränke Pommer. Ist jetzt die Post drin. Gehen wir mal ran hier. Ach Leute, ist das schön. Eine richtige Revival-Tour hier. Genau. Hier war der Getränke Pommer drin. Hier draußen war überall alles voller Leergut gewesen. Ach Leute, war das schön gewesen. So ihr Lieben, damit herzlich willkommen um 23.20 Uhr nach 82,5 Kilometern auf der Barbara-Straße. Hier versperrt gerade ein Sattelzug den Zebrastreifen. So, genau, jetzt haben wir noch 20 Kilometer, ziemlich genau, nee, 19,7 sogar. Und hier habe ich mir gedacht, hier könnte man dann den letzten Verpflegungsposten irgendwo installieren. Hier haben wir diesen kleines Gewerbegebiet. Hier ist der Norma. Da hinten durch sind noch andere Geschäfte, der Megapet und sowas. Und da sollte es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, hier auf diesem Gelände einen den letzten Verpflegungsposten zu installieren. Vielleicht kann man vom Norma aus da Strom und Wasser rauslehnen von der Laderampe. Leute, ich weiß es doch nicht. Ja, auf jeden Fall, letzte Aufnahme konntet ihr hören. Das Mikrofon hat wieder rumgespackt. Und ich konnte diesen Fehler, den ich auf dem Moselwanderung jetzt neulich hatte, nicht reproduzieren. Das passiert irgendwie beliebig. Und jetzt heute das erste Mal, glaube ich, ja, das ist ziemlich ärgerlich, der schaltet dann das Mikrofon weg und wechselt zumindest auf internes Mikro, dass der Ton nicht ganz im Arsch ist. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also ich verstehe es nach wie vor nicht. Habe auch das andere Mikro mal mitgenommen, um zu testen, ob es vielleicht am Mikro liegt. Aber nein, wie wir gehört haben, macht das auch mit dem neuen Mikro. Ja, auf jeden Fall bin ich gerade noch so ein bisschen gut im Lauf und würde deswegen jetzt auch noch ein paar Kilometer weitergehen und vielleicht, ja, muss ich gucken, wir kommen jetzt glaube ich auch gleich. Ne, wir können so gehen, dass wir an der Aral-Tankstelle, oh, da müssen wir wieder so weit laufen. Ne, die ist leider nicht auf dem Track, das hätte ich gesagt, machen wir da Pause, könnten wir auch direkt das Leergut abgeben können, aber wir gehen erstmal weiter. So, liebe Leute, 23.46 Uhr, noch 17,1 Kilometer liegen vor uns. Herzlich willkommen an der Bahnhaltestelle Neusser Straße Gürtel. Ich bin jetzt die ganze Zeit schon hier an der Hochbahn entlang gelaufen. Auch das Stück durch den Park da, Spitzname Knochenbrecherpark. Ja, das könnte auch so ein Stück sein, wo vielleicht, wenn die ein oder andere Teilnehmerin in der Nacht alleine unterwegs sein sollte, könnte das ein sehr unangenehmes Stück sein, weil es sehr finster ist und teilweise auch ja, nicht so nett erscheinende Mitmenschen dort rumlaufen. Ihr wisst, was ich meine. So, auf jeden Fall, die Pause noch länger rauszögern ging nicht. Ja, hier machen wir jetzt kurz Pause, essen noch hier ein Brot.
Jetzt legen wir uns erstmal hin und machen ein bisschen Gymnastik. Oh, Leute, was ein Film hier. Boah, ne. Also, ich sag ja, 100 Kilometer sind und bleiben 100 Kilometer, egal bei welchem Profil. Ne, du kannst dich darauf einstellen. Jetzt, wo wir in Dresden waren, war natürlich, boah, wie viel? 1800 Höhenmeter, glaube ich, durch die Sächsische Schweiz. Das war irgendwie nicht anstrengender als das hier jetzt, ne? Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist natürlich vorher das Mindset, wie man rangeht an so eine Sache, stellt sich drauf ein. Ja, und jetzt hier heißt es im Grunde für mich nur noch durchhalten, weil der Rückweg jetzt zum Fühlinger See ist auch alles andere als schön. Boah, da geht gleich hier Etzelstraße und so jetzt. Und dann sind wir schon im Bereich Militäring wieder. Aber wie gesagt, wo ist das Handy? Oh, auf dem Stein, da kommt doch jetzt kein Mensch dran. Gut, mehr noch nichts, alles ist gesagt. Botterer mir essen, letzte Cola getrunken, der jede Figger. Oh, 0.34 Uhr, ich wünsche einen schönen deutschen Tag der Einheit. Tag der Einheit haben wir heute, genau. 88,7 Kilometer liegen hinter uns, noch 13,4 vor uns. Leute, es reicht. Ich will endlich da sein. Die Etzelstraße hier, ziemlich finstere Straße, an den Schrebergärten vorbei, einfach nur Blick nach unten und vor mich hingetrottet und auch bewusst längere Zeit jetzt nicht auf den Kilometerstand hier geschaut, weil das ist einfach, boah, jetzt hat der hier so einen riesen Ausreißer drin, weil wir hier keinen GPS-Empfang haben. Der dann, keine Ahnung, wie viel Meter der sich dazu denkt jetzt. Ah, Leute, Wahnsinn. Ja, und ich befürchte, der will uns jetzt... Ah, nee, ah, das ist ja der andere Tunnel. Genau, es gibt hinten einen Tunnel. Da kann es schon mal passieren, dass die Navigation einen gerade ausschickt, obwohl das gar nicht geht. Da müsste man quasi ein ziemlich so eine Böschung hochklettern. Das funktioniert natürlich nicht, aber hier ist der andere Tunnel. Ja, hier geht das wunderbar glatt. Wo kommen wir dann? Oh, ein Highlight fällt mir noch ein. Wir kommen gleich beim IKEA Butzweiler Hof vorbei. So, dann haben wir hier auf der Butzweiler Straße das Wertstoffcenter, der AWB, Abfallwirtschaftsbetriebe zu Köln. Könnt ihr euren ganzen Driss abgeben. Ja, und nebenan bei IKEA alles duster. So, und direkt nach dem IKEA höre ich hier ziemlich dumpfe Bässe. Hier scheint es eine illegale Techno- oder Goa-Fete zu geben. Da wollen wir nochmal hinschauen. Hört ihr es? Oh, da wird ordentlich gebrettert. Junge, Junge, Junge. Oh ne, da die Böschung runter, Leute, können da knicken. Also das schaffe ich jetzt nicht. Hier müsste drunter gehen. Da hinten sind sie am Feiern. Ne, da bin ich jetzt zu fertig für. Wir gehen zurück auf den Track. Aber da wippt das Tanzbein schon. Junge, Junge, Junge. So, Lev Lückscher, herzlich willkommen zurück. Butzweiler Strauß litt hinter uns, ebenso die Techno-Fete. Boah, ihr glaubt nicht, was so eine dumpfe, monotone Bassline für ein Kraftfeld generiert. Mir standen die Haare zu Berge und ich war nur ein paar Sekunden daran vorbeigelaufen, aber es hat gereicht, mich wirklich so in Partystimmung zu bringen und auch einen richtigen Kraftschub hat mir das gegeben. Also ich glaube, Halloween, Odonien ist gar keine schlechte Idee. So, auf jeden Fall 1.12 Uhr, 93,2 Kilometer liegen hinter uns, 9,28 noch vor uns. Und jetzt ist das einzige kurze Stück Militäring, was wir hier gehen. Ja, lass es 500 Meter ungefähr werden das sein. Dann geht es schon langsam ob die Zielgerade. Hier wieder nur Acker. Wir sind gleich da. Kurz vor zwei haben wir mittlerweile. Also 1.56 Uhr, 97,8 Kilometer liegen hinter uns. Ja, 4,58 haben wir noch. Boah, bin ich froh, wenn ich da bin, Leute. Mir dunnen die Föß wie, der Knöchel, die Knie, die Blase am Fuß wird immer schlimmer. An der linken Ferse gehört auch eine Blase dazu. Boah, das ist wirklich richtig zäh hier, das letzte Stück. Durchbeißen, durchhalten, bald haben wir es geschafft. Und ich würde sagen, da kütt jetzt auch nichts mehr. Das ist jetzt hier nur noch...
durch Volkhofen durch. Was haben wir denn da noch? Also im Grunde nur noch Wohngebiet. Durch Seeberg kommen wir noch. Ja, dann sind wir schon wieder am Füllinger See. Und ich würde sagen, da kann ich dann die warmen Abschlussworte sprechen. Ja, haben wir hier doch noch ein Highlight, der Verfassungsschutz. Wow, liebe Leute, 2.40 Uhr, herzlich willkommen zurück nach 102, irgendwas Kilometern, das irgendwas kann ich hier gerade nicht ablesen. Nach 17 Stunden und 10 Minuten stehe ich wieder auf Parkplatz P2, dem Start- und Zielbereich des Megamarsch Köln. Ja, ich bin jetzt auch richtig fertig und bin auch froh, wenn ich nach Hause komme. Ich hoffe, dass meine Verlobte das so vorbereitet hat, wie ich es bestellt habe, mit vorbereitet im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, mit Schlafen auf der Couch und so weiter, damit ich da eben meine Ruhe habe und Duschzeug rausgelegt. Gut, Leute, was soll ich sagen? Das letzte Stück jetzt hier fand ich, ja, Wohngebiet halt, ne? War jetzt auch nicht so der Burner. Aber ich persönlich fand es um viele Größenordnungen besser als diese Schlusspassage auf dem Megamarsch Köln über diesen gähnend langweiligen, langgezogenen Deich und dann noch hier durch das Industriegebiet durch. Leute, da wirst du doch wahnsinnig, ne? Da war jetzt wenigstens ein bisschen was zu gucken gewesen noch. Und ja, mein Track auf jeden Fall auch hier und da stark verbesserungsbedürftig oder verbesserungsfähig. Könnt ihr ja gerne mal Feedback geben. Also gerade der Innenstadtbereich, so schön und belebend das auch ist. Aber es ist natürlich mit den Ampeln, gerade für Leute, die es ein bisschen eiliger haben, so wie ich, keine schöne Sache. Aber so eine Strecke wie durch den Rheinauhafen, das wird doch irgendwie möglich sein, das irgendwie in den Track vom Kölnfahrt, vom Megamarsch Köln zu integrieren. Also, lieber Köln, Megamarsch Köln-Veranstalter, dieses Video ist dann eben an euch gewidmet als Änderungsvorschlag, als Verbesserungsvorschlag, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ich freue mich da auf jeden Fall über Feedback. Und ja, damit bin ich raus, bewege mich jetzt schon auf meinen Mikrocamper zu und da werde ich nicht übernachten, sondern nach Hause fahren. Halbe Stunde sind wir da. Boah, Leute, da wird geduscht. Ich freue mich. Guck mal hier. Ist das nicht geil? Auto, kommst ins Ziel. Der Zieleinlauf übrigens, absolute Katastrophe. Ne? Tote Hose hier. Aber ist klar. Mehr ist da nichts dran. Liebe Leute, damit bin ich raus. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich weiß gar nicht, ob man ein Knöllchen gekriegt. Nein. Hat sich wohl nicht für die Stadt gelohnt, hier einen vorbeizuschicken. Gut, damit bin ich raus. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Mit den Worten, geht raus, bewegt euch, ihr wisst Bescheid. Madet Jod und tschüss.